billig Glühwein und. Was? Du auch? Hoppala, die haben mich angeschüttet. Nein, du darfst das noch nicht machen. Ja, erwartest du niemanden? Ich nicht. Klingeln, zugehen, wunderbar. Ja, was wollt ihr jetzt da? Ja, der Glühwein, den haben wir jetzt alles zusammengezogen. Schon, irgendwas da auch langweilig. Ich könnte am Markt. Da hast du noch bei dir ein bisschen, gell? Ja, kommt's rein. Passt schon, setzt euch hin. Ja, der will mich auch noch hinsetzen, danke. Oh, war in deinem Touch, ey. Ja gut, jetzt bin ich wenigstens nicht mehr ganz verloren. Lego-Jazz war das, gell? Ja. Ja, weil ich vorher ein bisschen gelobt, aber dass man dann gleich so in die Parade reinfahrt, das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Du, wie schaut es mit dem Glühwein aus? Ja, der schmeckt gut. Ja, was bleibt noch ein? Für mich schon, ja. Nein, willst du Glühwein? Ja, schon. Ich schaue, zwei, wie lange ausschaut. Zwei, drei, vier, fünf. Ja, mei, da war schnell Hupfer, ne? Es dauert aber jetzt einen kleinen Moment, gell? Ja, passt. Da kommt es ehrlich dazu, dass ein Hannes sein Video spielt. Das haben wir ja. Das Video. Hat das überhaupt irgendjemand gemerkt, dass das der Hannes war? Keiner, oder? Seid ihr aber auch schon. Die Hammer Riders sind ungefähr die härteste Punkband von da bis Hongkong. Ja, ihr macht es eigentlich ganz gut. Macht so weiter. Also, mir interessiert es jetzt da nicht. Also. Passt. Nein, jetzt ernsthaft. Also, Jungs, Lego Jazz. Oh Mann. Ja, mein Zögert, der Wamp Mike. Ja. Also, Lego Jazz ist euer Bandname. Angela, der Franz und der Hutschi, ne? Hutschi, ey. Haben wir gut gemerkt. Ja, AKA sozusagen. Ja. Also erstmal fangen wir von vorne an. Lego Jazz. Also kein Lego und kein Jazz, aber Jazz ist mein Opa und Lego war ich irgendwann einmal. Wie geht das? Ja, das hat eigentlich zusammen mit dem Aufbau von der ganzen Live-Show. Also bei uns ist das so, wir haben normalerweise Visuals dabei und einen Tänzer. Der Tänzer muss leider babysitten, die Visual-Jungs studieren und sind sehr im Stress. Und das Ganze setzt so jetzt zusammen aus einzelnen Bauteilen. Wir machen das musikalisch praktisch auch. Also wir greifen nicht so auf die herkömmlichen Bandbesetzungen zurück, sondern nehmen uns einfach aus den Musikrichtungen, die uns gefallen, die Sachen raus, die uns daumen eben und erstellen eben so unsere Songs. Und deswegen eben einfach das Bausteinprinzip aus Lego und das Prinzip Jazz, einfach frei das Ganze zu kombinieren, Lego Jazz. Und der Apostroph, von dem darf man sich gar nicht stören lassen, der ist eigentlich nur dazu da, dass wir keinen Stress mit Lego kriegen, weil die schreiben immer ganz gerne Abmahnungen und wir haben einfach durch den Apostroph das Ganze praktisch zum anderen Wort gemacht, also ist das nicht mehr angreifbar. Aber wie gesagt, das spricht man dann nicht Le Ego Jazz aus oder so, sondern Ego Jazz. Das ist ganz normal. Also, und wie ist es dann jetzt? Habt ihr Homepage-mäßig? Seid ihr am Start, oder? Ja, genau. Also auf kmec.net zum Beispiel, aber das ist. Wir werden nochmal. Kmec. Also, wir haben. So, Lego Jazz, Kmec. Ja. Ja, was wenn du mal Kinder kriegst, dann habe ich den. Ja, aber Lego Jazz, aber da geht dann, kann man Lego Jazz dann wieder zusammenschreiben auf der Homepage, oder wie? Nein, also es ist ja zusammenschreiben. Schon, du darfst das zusammenschreiben. Dann kommst du zum. Kommst schon richtig. Schon. Ja, jetzt habe ich es gerade gesagt. Angela, Franz und Hutschi, warum? AKA, also warum diese Pseudonyme? Das ist so einzeln entstanden eigentlich. Also das ist bei mir ist das zum Beispiel, das heißt, der Name ist Franz Spencer und das kombiniert sie aus dem Franz Beckenbauer und aus dem Bud Spencer. Also ich möchte halt ganz gerne mal dabei sein. Ich möchte halt echt gerne mal dabei sein, wenn sie da irgendwie so Wortneuschöpfungen kreiert, weil wir kommen. Das ist echt. Ja. Okay, also dein wissen wir, wie kommt es zu Angela? Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Also wir haben mal einen Proberaum gehabt in Allach. Das ist ungefähr das abgefuckteste Flecker von München, das gibt. Aber es ist super interessant eigentlich. Nein, also ich glaube, das ist Hasen und Bergel, was du meinst. Oder? Nein, also Allach ist schon nur mal härter. Also ja? Das ist so eine Containersiedlung von Obdachlosen. Das wäre so von der Stadt geduldet und direkt daneben hat so irgend so ein Kerl angefangen, dass er eben Proberäume für Bands bauen, zwar auch so aus 3 auf 5 Meter Container. Und da haben wir am Anfang gespielt, da sind wir mal an einer Straße vorbeigefahren. Und die Straße hat geheißen Anita Augsburg Allee.
Und wir haben das so lustig gefunden, weil es ist halt so ein Straßenschild, das von vorn bis hinten vollgeschrieben und du hast drei große A's drin. Und dann wollten wir uns zuerst, ich habe dann leider vergessen, dass das Anita heißt. Und dann habe ich mir gedacht, das heißt Angela. Und dann wollten wir uns zuerst Angela Augsburg Allee nennen. Und dann Angela Augs hat sich dann irgendwie angeboten und seitdem heißt sie Angela. Das ist ja naheliegend, oder? Ja, okay. Also, ich muss das jetzt nicht verstehen unbedingt. Und Hucci? Weiß ich nicht. Ohne Schmal, du musst die zwei fragen. Alles klar, nächstes Thema. Wie lange macht ihr das jetzt schon mit einem Lego Jazz? Also in einer, vor allem in der November, Konstellation? Seit November letzten Jahres. Das ist noch gar nicht so lang eigentlich. Ja. Und schon CD-mäßig, wie viel habt ihr da schon, sag ich mal, Alben oder einzelne? Kann man da überhaupt von Alben sprechen? Weil das sind ja jetzt eigentlich im Prinzip Kunstwerke, so wenn ich das richtig verstanden habe. Also, das ist ja das Ding ist das, dass wir ungefähr alle zwei, drei Monate. Schauen wir, ob der Glühwein schon warm ist. Ja, cool, ich weiß mitbringen. Ja. Dass wir alle zwei, drei Monate eine neue CD machen. Da sind meistens vier bis sechs Songs drauf. Mhm. Die schauen so aus. Und wir designen die halt alle selber. Es ist überall das gleiche drauf und das Cover ist unterschiedlich. Das ist auch sehr logisch, es ist überall dasselbe drauf. Ja, damit der Langsamere kauft dann beide. Zum Beispiel. Und, das ist der Trick. Die darf man jetzt verschenken oder verkaufen? Ja, normalerweise verkaufen wir die für 5 Euro. Aber du kannst es nicht verschenken. Oder verschenkt du es einfach. Der Frisbee. Na, der oh nein, no. Bitte nicht. Entschuldigung. Du hast gesagt, die soll schmeißen. Ja gut, lassen wir das. Wo kann man eigentlich singen? Also außer jetzt bei uns zum Beispiel. Also wir spielen was ganz Interessantes. Wir spielen am 19. Januar gemeinsam mit einem brasilianischen House-DJ. Der ist eigentlich professioneller Musiker und spielen wir in Salzburg im Jazzit auf einer Veranstaltung, die heißt Elektrofachadel. Und das wäre wirklich super, weil wir das nämlich gemeinsam machen mit so einer riesigen Video-Projektionsfläche und auf der macht der Bekannte von uns, die sind übrigens auf der FH in Salzburg, das ist ja das Pendant zu Eichen, nur auf der anderen Landesgrenze. Ja, und wegen, genau, und die Jungs sind ganz schön fit. Und das Special ist ja, dass da wahrscheinlich schon 3D-Visuals am Start sind. Genau. Und da ist ja das Ganze, wenn ich das auf eurer Homepage richtig gelesen habe, mehr oder weniger entstanden. Also irgendwie dieser Medienriege in Salzburg, die haben das gegründet, stimmt das? Den Elektrofahrradl haben sie gegründet. Genau, ja, aber ich glaube, daraus ist das Ganze dann gewachsen. Also so steht es bei euch. Ja, steht das so. Nee, es ist eher so, dass ich mit denen in der Klasse war. Also wir kennen uns alle schon ewig lang eigentlich ich kenne Michi seit, keine Ahnung, seit der 12 oder so. Früher haben wir uns immer nicht leiden können, dann wollten wir uns mal verprügeln. Aber dann haben wir vorher schon zwei Tage gehabt. Das passt. Ja. Ja. Weil das vorher war jetzt, also wie gesagt, ich habe gesagt, brutal. Habe mich sofort in euch, also in eure Musik verliebt. Cool. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch ruhig einmal nochmal. Wenn ich jetzt so musikmäßig, das ist ja kein Jazz und das ist ja kein. Was ist denn das jetzt für. Ist das Elektro. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil man. Also mal angenommen, ihr werdet irgendwann einmal erfolgreich, richtig erfolgreich, dass jetzt die Platten. Mega, oder? Also. Ja, also dass die Platten im Chat stehen, unter welcher Rubrik kann ich die dann finden? Unter verschiedenen. Also zum Beispiel, also ich denke, es ist schon eine Mischung aus Elektrofunk und New Jazz oder sowas. Oder Downbeats, könnte man auch noch. Also wenn du zum Mediamarkt gehst, dann steht es bei Dance, weil da steht ungefähr alles, was keiner kennt. Ja, optimal. Also ich würde sagen, gut, das mit der Frisbee, das hat nicht so ganz funktioniert. Ja. Tut mir leid, wollte eigentlich wieder nicht beschädigen. mit der Zeitung. Ich kann ja die Groupies dann her noch abholen oder wir verteilen ja, wir es einfach genau. Dann in der Menge, da ich sagen. Ja, seid eine relativ lustige Truppe. Ein wenig dreist, darf ich was sagen? Das muss man sein. Ja, das finde ich, ja, muss sein. Und deswegen, weil wir gerade so lustig sind, kommt jetzt unser Sketch.